Vorgestellt, Taste of Power. Ja, wir hatten letztes Mal ja das Spiel angespielt, sind jetzt so weit gewesen, dass wir die hier kaputt gemacht haben. Ich muss das nochmal durchspielen, um hier hinzukommen, weil Continue konnte man hier klicken. Und da geht's weiter. The European Confederation once again sank into the mire of internal conflicts. The Senate did not reach an agreement on financing the counter-offensive in the south. That is why I decided not to wait for some potential orders. To change my route to the north. After the establishment of the European Confederation, and with relative peace across the lands, passageway has opened up to the east to Siberian territory. These regions turned out to be rich in fur-laden animals and deposits of silver and gold. It caused a gold rush. Many would-be fortune-seekers left their homes in search of precious metals in the faraway snow-covered lands. However, this eastern expansion quickly led to clashes with Chinese colonists, who also hunted the bounties of Siberia. Thus, the first clashes between the Europeans and the Chinese took place. To consolidate its position, the Senate wanted me and Duran to strengthen the border areas. Duran will be responsible for arranging supplies during the expedition. My task will be to ensure the safety of our mission via armed escort. So, das war wohl die Geschichte. Also da geht's dann Richtung Sibirien. Here we are in the north. Our first task will be to set up the bases. You need to accompany the settlers until they reach a place to build a city. Also eine Basis wird gebraucht, die da oben hin soll. Und das sind die, die da hingehen. Ich glaube, wir gehen mal besser mit, ne? Schützen wir mal die Siedler. Settler. Looks like they are expecting us. Okay. Sie haben auf uns gewartet. Kriegen wir die dann nieder? Ja, ne? Da geht's weiter. Wir haben aber noch keine Artillerie, oder? Greift die doch mal an. Und weiter geht's. Tiberius, we have ended up on the edge of the world. Maybe it's better to go back, while there's still a way back. This is the land of new opportunities. Isn't it worth risking your life for greater rewards? Borders. Warum laufen die so schnell vor, ey? Wir kommen doch gar nicht nach. Da sind die Siedler kaputt, wenn die da so weitermachen, ne? Wo sind die Siedler da, ne? Ja, die sind noch gut. Und jetzt die Bogenschützen hier nochmal und dann sind wir aber auch schon durch, oder? Den Bereich da oben müssen wir vielleicht noch räumen, wenn wir ankommen. So. Okay. Gehen wir besser mit. Wer weiß, was da unterwegs noch passiert, ne? Das sind unsere Truppen, oder? Jetzt haben wir ein paar mehr. Aber die Siedler sollten jetzt hier anfangen zu siedeln, oder sehe ich das falsch? Ja, geht los, oder? Die bauen auf, das ist wichtig. Da gibt es bestimmt gleich eine Story-Bendung, wenn das fertig ist. Back to accompany the second settlers. Move out! Awaiting your commands. As you command. Is this in here? Troopers, okay. Move out! Awaiting your commands.
Wir sollen zurückgehen, hat er gesagt, oder? Erwarten uns noch Leute hier? Müssen wir hier wieder über die Brücke? Ja. Ein Hinterhalt. Und dann greifen wir die an. Los, auf geht's. Hier haben wir auch schon Musketen, Leute. Okay. Und da ist noch einer drin. Und dann die da hinten bitte noch. Und erledigt. Kommen noch welche? Dann müssen wir die auch noch gerade mal fertig machen. Und die sind ja auch erledigt. Läuft, oder? Back to the base. Warum blinkt das da? Müssen wir hier was abholen oder was? Wir müssen hier hin. Achso, sie bauen da was auf, alles klar. Dann ist das ja schon mal gut. Kurz abwarten, bis das fertig ist und dann geht's weiter, denke ich. Wir müssen schnell zurück zu den neuen Settlers. Looks like they will not wait for us. As we've got enemies approaching the settlers. As you command. Wo ist der Feind? Move out. Hier unten. So, die alle angreifen. Warum blinkt das hier? Los geht's hier. Feldherr gegen Feldherr hier, oder wie ist das? Und weiter geht's. Die Mönche haben das Blaue nicht mehr, ne? So, erledigt. I hope the Senate will appreciate our contribution to the conquest of the Far East. So, jetzt gucken wir, wo die hingehen diesmal. Das sind auch wieder Siedler, ne? Die müssen wir schön beschützen. Und wir müssen hier aufbauen, oder? Ah, da oben warten schon welche. Was sind das für Dinger hier? Victory! Auf geht's! Angreifen! Victory, los, schlagt sie. Was sind das für Dinger hier? Sons of Europe, wir haben sie alle erledigt. Great. It's time to think about our next. Die sind wieder am Aufbauen, oder? Ja, wo gehen sie hin? Die müssen doch hier mal aufbauen, oder? Haben die keinen Platz, dann müssen wir hier weg. Wo gehen wir jetzt hin? Ah, jetzt, da wird aufgebaut. Okay, jetzt läuft's. Ja,
Ja, die nächste Basis ist das. Fertig. Okay. Our scouts reported that Yingji and Egon have large enemy armies. Okay. We have a suggestion. We can use spies to raise a rebellion. Da müssen wir mal schauen. If we manage to raise it in Egon, then part of the Yingji garrison will go to aid them. We will take advantage of this and attack the weakened Yingji. I like your plan. I shall assign two agent squads to you. Mm-hmm. Spies are invisible to most of the opponent's troops, but China has consuls and garrisons who can detect them. We will avoid them on the way to Icon. As you command. Also wir müssen jetzt da runter irgendwo, aber das sind hier Spione, oder? Was helfen die mir jetzt? We are ready, Sawyer. Hm. Wo kommen wir als erstes hin? Spy must survive. Okay. Move out. Die Spies sind natürlich vorne, ne? Dann sollten die beiden Einheiten vielleicht mal nicht vorne sein. Wo ist der zweite? Caution! There's a squad of consuls. We need to wait until they leave. Hm. Greifen wir die erstmal an. Und die sind schon erledigt. Da gibt's die nächsten. Angreifen bitte. Wann kommen die denn endlich? Ich glaube, wir müssten hier vorbeischleichen oder sowas, ne? Kommen ja immer mehr, ne? Zack. New Orders. Wir müssen uns durchschlagen. Move out. Following new orders. Great. We reach Igon. Now we need to take control of six houses. Select the agitation icon after that selection. Left click on them. You need to take control over six houses of China. Agitation war das hier, ne? Oder? Ne. Select the agitation icon after that select enemy houses and left click on them. Follow the instruction. Jetzt die Frage, ne? Das auswählen. Wir müssen sechs Häuser übernehmen. Select the agitation icon. Wo finde ich das, bitteschön? Choose the squad. Okay. We are ready, Sawyer. Sind das denn die Leute? Ah, da ist es. Okay.
have been defeated. Tiberius is dead. Okay, das heißt, wir haben diese Runde dann verloren, weil wir gerade auf unseren Feldherrn nicht aufgepasst haben. Naja, wir hätten vielleicht anders vorgehen müssen. War jetzt auch nicht so eindeutig. Das wurde uns aber auch vorher gesagt, dass wir da eigentlich erstmal was checken müssen. Aber naja, wir haben einen Blick gehabt in der zweiten Runde. War jetzt auch sehr interessant wieder. Die war natürlich stark, das haben die auch angekündigt und wir hätten da vielleicht ganz anders vorgehen müssen. So, Basisbau oder sowas vielleicht und naja, dann mal gucken, dass wir mehr Truppen gekriegt hätten. Hat halt nicht geklappt, wir hätten hier jetzt 6 Häuser übernehmen müssen. Wahrscheinlich durch unsere Spione oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, das war halt die zweite Runde davon. Ja, es wird stimmt, ein sehr interessantes Spiel. Man müsste sich strategisch halt ein bisschen da tiefer reinarbeiten, denke ich mal. Und aussehen tut es ja auch ganz schick. Gerade ist es irgendwie so mit der Geschichte, dass die alle noch am Marschieren sind und stehen. Das hört sich irgendwie doof an. Ich gehe mal ins Menü. So, Taste of Power haben wir wieder. Und ja, Fazit. Ich denke, ist ein ganz cooles Spiel, was man bestimmt auch peu à peu spielen kann. Kampagne für Kampagne natürlich am coolsten wahrscheinlich, ne, Schritt für Schritt. Und ja, viele Einheiten, verschiedene Typen, muss man natürlich dann dementsprechend auch mit umgehen. Das ist auch klar. Und ja, man muss da weiter vorankommen, die Chinesen angreifen, die Araber da angreifen oder wie die weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie richtig hießen da. Ne, da gucken, dass man dann die Europäer voranbringt, ne. Gut, da haben wir einiges gesehen, denke ich mal, und schauen wir mal, was wir in der nächsten Woche dann rausbringen. Ich denke, wir haben da noch was offen, wo wir noch weitermachen müssen. Na, wir haben noch Hexatrains, da könnte man noch mal reinschauen, da sind viele Updates gelaufen gerade wieder. Und wir haben noch Graveyard Keeper offen und ich weiß gar nicht mehr, was das letzte, dazwischen war noch eins. Glaube, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, schauen wir mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und ja, falls ihr der Folge was abgewinnen könnt, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn ich wieder ein Video hochlade. Und Kommentare, wie immer, gerne willkommen. Schreibt sie drunter und wir schauen dann weiter. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.